ready to go, ready to rumble. Ich grüße euch, ich bin's wieder. Ich sitze gerade im Shuttle auf dem Weg zum Tantemia Tanzfestival in Vechta. Also heute eskaliert's wieder, ich hab's komplett im Urin. Wir sind ja auf dem Tantemia Tanzfestival mit Le Shuuk. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, ne? Das DJ Live. Man merkt, es wird erfolgreicher, das heißt, der Morgen verschiebt sich immer weiter so in den Nachmittag. Gut gestanden, aber ein bisschen Flashball und der aber wenn ich Hunger habe, brauche ich einen Snickers. Und wenn ich keinen Snickers bekomme, durch Aggression. Nein, ich will nichts essen, ich will es da hoch explodieren. Ich muss meiner Freundin gerade schreiben, nerv mich nicht. Fahren und ins Hotel mit Benny, Luca und Tim und wer ist denn überhaupt noch da hier von After Movie? Ey, was? Rock and Roll Malagas. We are living in America. America ist wunderbar. We will be okay, 'cause you are my light through night and day. Gerade fett heulen, ey. Warum denn? Ja, weil mir das Herz zerbricht gerade. Erste Mal nach 7 Jahren bin ich nicht dabei. Und dann ist auch noch Geburtstagsparty. Ist echt ärgerlich. Aber es war irgendwie klar, dass der Moment kommt. Ist halt eine Herzensangelegenheit hier so. Ja, trink noch 1, 2 Bier, Chris. Und dann? Dann ist das entspannter. Ja, dann läuft's richtig. Ach so. Ich gehe jetzt zur Imbissbude und mir Currywurst Spezial und Debbie holt sich ein Eis. Ja. Mhm. Wir haben ein Hähnchen to go bestellt. Echt? Geil? Ja. Wir haben jetzt extra klein geschnippelt. Wir haben es richtig massakriert. Jan, Message an dich. Ich habe jetzt ein Hähnchen geholt, da ich mir dein Auto übers Wochenende ausgeliehen. Ich bin dir sehr dankbar. Ich passe natürlich auf. Er hat mir extra 2 Grilltücher mitgegeben zum Autoputzen. Ist das die einzige Hose, die du mit hast? Ja. Ja, super Idee. Die ist auch nicht. Die ist extra so. Die, wenn die Flecken hat, dann ist die cool. Mhm. Das ist so eine Fleckenhose. Nee, meine hat die Verschau. Aber ich hab schon ein Problem, Karl. Ja, also wir gehen jetzt auf seltsame Halten vom Festival. Seltsame Halten vom Festival. Wir gehen auf seltsames Verhalten Festival. Ich habe nichts getrunken. Ich warte noch im Auto. Durch die Stadt heizen und dann hier kein U-Turn machen im Hotel. Ja. Oh Mann, ey. Ich habe immer meine Haare gemacht. Guten Morgen. Morgen. Oh. Ja. Ja. Oh, Alter, das Unfall ist Zorn. Schon ein bisschen Schiss gerade gehabt hier vom Set, ob das Wetter passt. Aber gerade haben die auch gemeint, die Einhörner da, dass gerade wo ich mein Intro gespielt habe, die Sonne rausgekommen ist. Da hat der Vater oben gemeint so, hey, jetzt hast du schönes Wetter. Jetzt geht's schon wieder los. Ja klar. Und go. Ja. Willst du ein bisschen Knoppers? Ja, Knoppers, geil. Oh, cool. And every time I step up in the building, everybody hands up. Also Fazit vom Wochenende kann man eigentlich bloß in einem Satz beschreiben. Hätten wir jetzt nicht hier der Benny als fleißigen Fahrer dabei gehabt, der das alles so krass getimed hätte, wären wir da glaube ich zum Teil gar nicht angekommen. Waren 3 Shows auf 2 Tage verteilt und wir waren die ganze Zeit nur im Auto. Die meiste Zeit waren wir nur im Auto. Wir sind dann direkt zur Stage, direkt drauf und dann wieder ins Auto und weiter. Und es waren jetzt insgesamt 1500 Kilometer. Das war schon richtig stressig. Das Essen kam auch ein bisschen zu kurz. Haben gerade erstmal was Richtiges essen können. Zwischendrin haben wir halt die ganze Zeit irgendwie rumgesnackt und irgendwie alles aufgegabelt, was irgendwie rumlag, so quasi. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, aber es war ein geiles Wochenende. Ich meine, das werde ich auch erst morgen realisieren, wie cool das überhaupt war. Weil jetzt noch die ganzen Emotionen, das kann man noch gar nicht so verarbeiten. Das braucht man ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, wow, krass, wie cool war die Situation, wie cool war die Situation. Wir hatten ja gar nicht die Möglichkeit, nach dem Gig quasi nochmal groß darüber zu reden, ja, wie war das jetzt? Und ich konnte mich da gar nicht drauf einstellen, weil ich direkt schon wieder mit meinem Kopf bei der nächsten Show war. Und deswegen ist das jetzt wieder so geballt irgendwie im Kopf und das kann ich jetzt die Tage erst verarbeiten. Aber im Großen und Ganzen war es ein sehr geiles Wochenende. Richtig fett. Tage, danke, ciao, ciao. So. Das ist so schwierig, weil man so viele Leute in der Lobby oder so sieht und die dich alle angrinsen und dann immer fragen, ja kennst du noch? Die so, hey boah, ich überlegen. Wieso hast du es dir auch alles merken können? Na jetzt, ja, ey, wir sitzen jetzt im Shuttle des Grauens, wie ein Vieh-Shuttle. Und fahren jetzt zum Openbeatz Festival, ja. Direkt zur Mainstage. Zack, da geht's nämlich heute richtig rund. Heute sind dabei Nicky Romero, Ostblock-Schlampen, die Chapland. Da ist noch dabei, ich glaube, Kubrick ist heute auch am Start. Headhunters. Headhunters, genau. Ja, haben wir den vergessen. Ja, heute ist einiges geboten. Ich glaube, heute. Und Chaos ist heute auch da. Richtig krass, auf den freue ich mich richtig. Open up my eyes, catch this piece of light that pulls me back to life. Gig auf der Mainstage. Ey, mein Herr, das war richtig krass. Ich habe vorhin ein bisschen Panik bekommen, dass das nicht voll wird und dass die Leute heute nicht abgehen, aber was da heute abgegangen ist, unbeschreiblich. Aber man kann die Bilder und Videos sehen, das war krass. Also sowas habe ich in 3 Jahren auf Kriegsgeschichte nicht erlebt. War so klar, da wurde beim Schnellimbiss noch was geholt. Alter, ey. Wie lange haben wir Zeit? 10 Minuten oder was? Ja. Ja, dann gehen wir uns weg. Viel Erfolg, viel Spaß. Was wir machen heute, ne? Wuhu! Motiviert! Ich habe so ein Techno-Set heute vorbereitet. Richtig schön von Boris Brejcha. Ganz neuen Stil. Komplett alles über den Haufen geschmissen. Es wird einfach nur machen. So. That's how you're gonna do it. ganze Dokumentation wird auf 1,5 Promille drauf hinauslaufen. Dokumentation verändert dein Leben. Ja, schon. Und wir trinken jetzt und wir brauchen Red Marmalade. Red Marmalade. Red mit Brot. Ja, ja, ja. Schatz, nimm irgendwas, Bier oder Brot. Fuck, Alter, ich krieg's so auf die Fresse gleich. Lagebericht, wir sitzen jetzt hier im Gate in Stuttgart. Wir fliegen jetzt nach Düsseldorf. Nach Alkelenz. Zum Electrisize Festival. Ich war ja letztes Jahr das erste Mal dabei und da war der Zuspruch schon richtig krass. Pokémon habe ich auch schon offen. Also ich finde hier keine Flug-Pokémon. Normal müsste ja voll abgehen. Every time that I'm lying close to you, my body starts shaking. Every time you touch my sacred place, my body starts shaking. I will never let you go, cause these feelings are really true. Show that this is such a good life because of you. That's what I call a good life. When we lie here side by side, that's what I call a good love. I know that you will always hold me tight. Instantly set sail, went to Moon Island, found the base, and after a long and furious battle, finally touched its horn. Echt von überall aus Deutschland hierher. Wir haben heute Gäste aus Bremen und Dortmund da, aus Hamburg kommen Leute, aus München, ey, die kommen echt aus den letzten Löchern aus Deutschland, genau hierher auf den Partyplatz. Und alle, die schon mal da waren, die wissen ganz genau, dass es einfach so ein familiäres Ding einfach ist. Man ist hier einfach auf so einem Holzbretterboot, wo 200 Leute draufstehen. Bridges to connect, diving together into the understanding of pleasure. This is what it's all about, uniting to celebrate. On the sounds of Le Shuuk. Ich war jetzt voll motiviert zum Tomorrowland Unite, aber was geil ist, ich habe jetzt schon die ersten Bilder gesehen. Also die Halle hat seit 3 Stunden jetzt offen und die Halle ist komplett voll. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das baut sich so auf, dass nach und nach die Leute eintrudeln. Aber momentan ist mehr los in der Weltdienstarena als Tomorrowland auf der Mainstage. Schon beeindruckend. Kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden hier? Geil. Okay, also Chris, ich bin in 15 Minuten bei dir. Ey, ich hab Hunger! Ja. Nee, keiner kümmert sich um den Dreck, oder? Läuft ja nicht mehr. Ja, ist schon. Nein, ich hab's Rocky gehabt. Ich bin so. Wir gehen jetzt direkt rüber auf die Mainstage. Gerade spielt noch Don Diablo. Die Sonne scheint noch, viel zu hell. Ich habe vergessen, meine Sonnenbrille aufzuziehen. Und ja, ich war anfangs ein bisschen nervös wegen meiner Art, was ich spiele nachher, weil ich spiele echt ein ganz anderes Set als die anderen. Aber ich glaube, dass genau dieser Style, den jetzt ich gleich zelebrieren darf, dass genau dieser Style jetzt hier für Bewegung sorgt. Amazing. The crowd has so much energy. Der ist besoffen, der darf nicht mehr fahren. Da ist kein Schlüssel drin. Okay. Einer, der gerade noch auf der Mainstage gespielt hat und völlig am Ende ist und durch ist und glücklich, voller Glücksgefühle steht neben uns. Le Shuuk. Guten Morgen. Schön, dass du bei uns bist. Wie geht es dir? Ja, ich bin ein bisschen am Arsch. Ich glaube es dir. Es war wahnsinnig, oder? Was hast du da unten gemacht? Ich habe auf den Play-Button gedrückt und dann ist auch immer alles explodiert und ich dachte so, hey, wow, wow. Und jetzt heute waren wirklich so eine Stunde, 15 Minuten wirklich so die Main-Time komplett, also egal was ich da oben gemacht habe, egal welchen Regel ich gedreht habe, das wurde dann vorne genauso ausgestrahlt und das war so, ich hatte die Macht da oben an dem Mischpult. Ich konnte die Musik ausmachen und dann war die Musik aus. Ja, Runde auf, zack. Okay, Livestream bricht ab, okay. Was mache ich jetzt? Mehr eskalieren als vorher. Hier war kurz das hier. Rucksack passen. Ey, den Rucksack. Ohne mich geht der nicht auf die Bühne. Was? Ohne mich geht der nicht auf die Bühne. Was? Geh mal auf deine Bühne. Weil wir gerade die Mitteilung bekommen haben, dass der Livestream zwischen Tomorrowland und Unite hier ab und zu abbricht. Wir haben gerade durch Unwetter irgendwelche Probleme. Und jetzt wurde gerade oben angerufen quasi vom Management, dass ich ganz schnell runterkommen soll und ein Notfallset vorbereiten soll quasi. Also wir haben das Ding schon reingesteckt und wenn jetzt irgendwas ausfallen soll, dann muss ich spontan jetzt nochmal spielen. Also ja geil, aber irgendwie ja, verwirrend, so, aber cool. Aber ich kann jetzt hier auch kein Interview weitergeben, weil ich habe hier krass und krass und Pokémon. Oh! Also jetzt bitte lass das... Hat er auf dem Schalker Rasen, ey. Ich kenne nichts mehr. Jetzt habe ich ihn. Ja! Wow. So, du Wichser. Hast du klasse gemacht. Jetzt ist ein Schwabe. Ja. Das ist ein Triumph hier. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Hier ist Le Shuuk und ich habe hier einen Special Guest hier, Dannic. Hallo, hallo, wie geht's? Ja, wir sind jetzt in Hamburg angekommen am Privatjet und fliegen jetzt direkt zum World Club Dome. Dannic und ich spielen da jetzt am Wochenende. Und hier ist der Privatjet und jetzt geht's direkt nach Frankfurt zum Airport. Hallihallo. Okay, hier ist mein Platz, hier fliege ich das Ding jetzt, hier, das ist meins. Ja, ich denke mal, dass wir irgendwann in ferner Zukunft vielleicht mal öfters zusammenfliegen werden. Wetter ist der Wahnsinn, nicht? Und dann geht's zum World Club Dome. Ich habe jetzt noch 45 Minuten. Ich wirke äußerlich nicht gestresst, aber innerlich kann ich euch eins sagen: Ich explodiere, Mann, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist komplett krank! So, wir haben jetzt den Champagnerplatz, wir sind auch ganz stark hier oben. Ich wollte gerade nur aufs Klo gehen. Ich kann keine 30 Minuten warten. Ja, es war eben schon richtig viele und es haben über 500 Leute angemeldet. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was da wirklich nachher dasteht und wie viele Leute da sind, wen man antrifft und ja. So, geh mal weiter. Pass auf. Let's shoot, let's shoot, let's shoot, let's shoot. Le Shuuk! Ich bin mit 5 Sicherheitsleuten gerade hier rein chauffiert worden und ich komm auf mein Leben nicht klar, ehrlich nicht. Ich war kurz so ein Zusammenbruch, es waren, ich weiß, ungelogen, vielleicht 1000 Leute da, also ich will nicht übertreiben, aber das war nicht mehr normal. Ich war bis zum letzten Einhorn war ich da und habe die Hologramme gegeben und ja, man merkt es auch, ich bin voll zittrig, habe nichts gegessen und ich muss jetzt unbedingt was essen, deswegen bin ich jetzt mal komplett over and out hier. So geil mit der Alan Walker Cap. Darf ich die aufnehmen? Wir haben jetzt gerade Battle of the Kameras. Ja, was? Hier ist meine Armee, hier ist deine Armee. Wir sind einmal mehr. Ja, und ihr seid die Unicorn-Armee. Okay, wir verziehen uns. Das war gerade eine Situation, die kann man nicht... Also das war real gerade, ganz ehrlich. Irgendwann werden wir World Club Dome auf den Mond machen. Ehrlich, wir werden den World Club Dome in, glaube 8 Jahren werden wir den World Club Dome on Moon machen. Ich mache einfach meinen Style, der Band macht das, ich mache das und dann fusionieren wir uns an. Infinity. von Anfang an mit ihm dabei. Da hat er vor 10 Leuten aufgelegt, ganz am Anfang. Und als ich das gesehen habe, vor vollem Haus, hat er seine Hymne gespielt. Da konnte ich mich einfach nicht mehr zusammenreißen. Ich gönne es ihm so, er hat es so verdient. Er hat sich einfach nach oben gearbeitet. Er ist immer dran geblieben. Und vielen Dank. Ist einfach geil, Mann. Mein Name ist Le Shuuk. Sechsten Divis, World Club Dome, das ist Familie. Vielen Dank. Yo, you're now smashing the house with Le Shuuk.